Die Konjunktion ist eine sogenannte zweistellige Verknüpfung von Aussagen und Sie erkennen hier in dieser Wahrheitstafel, wie diese Konjunktion definiert ist. Zunächst einmal haben wir die beiden Aussagen A und B und wir haben hier untereinander geschrieben alle möglichen Kombinationen von Nullen und Einsen, die man mit zwei solcher Aussagen bilden können. Das sind vier an der Zahl. Und in der rechten Seite der Tabelle erkennen Sie, wie ein A und B definiert ist, dass A und B nämlich sehr oft 0 als Ergebnis hat, aber in einem Fall, nämlich in diesem letzten Fall, wo sowohl die Variable A als auch die Variable B den Wert 1 hat, in diesem Fall ist auch die Konjunktion mit dem Wert 1 definiert. Also in der Konjunktion ist ein Wahrheitswert 1 gegeben, wenn beide Aussagenvariablen ebenfalls den Wahrheitswert 1 besitzen. Wir sehen weiterhin unten eine typische Formulierung zur Konjunktion. Ganz wichtig, dass wir zunächst einmal hier wissen, wie sind überhaupt unsere Abkürzungen definiert. A und B ergibt sich dann daraus, dass ich das einfach textuell hintereinander schreibe. Das Wetter ist schön und wir gehen spazieren.